Und die zwei tanzen da ganz lustig herum. Und der haut ihn gerade. Hey, warum haust du den armen Hobbit? Alter, na. Der hat es sicher irgendwie verdient. Hobbits verdienen es, immer geschlagen zu werden. Immer. Ach Mann. Bin ich heute wieder gemein, Leute? Bin ich wieder gemein? Ja, Sandra, du musst schon die Tür aufmachen. Also durchlaufen ist noch nicht. Noch nicht. So, und wir bemühen jetzt gleich mal wieder einen Stallmeister. Aber erstmal genießen wir noch mal die Aussicht. Was hier gar nicht so gut geht, wie ich dachte. Mist aber auch. So, egal. Dann machen wir uns einfach so wieder auf den Weg. Gott, ist der Weg steil. Also ich glaube, wenn ich da hochgehen würde, bräuchte ich oben Sauerstoffzelt. Aber sowas von. Ach, da ist ja die Musik, die ich so vermisst habe. Oh. Schön. Ach, ist das schön. Ich muss meine Leute unbedingt mal überreden, dass sie die Herr der Ringe Musik bei Controller laufen lassen. Ist die schön. Ich stehe auf den Soundtrack. Einfach nur Gänsehaut. Hoch 10. Aber wirklich hoch 10. So, Pferd, kommst du da hoch? Wahrscheinlich nicht. What? Boah, ich bin ja so stolz auf dich. Und ich habe wieder den Weg verloren. Wer sagt bloß, ich hätte gar nicht hochgemüsst. Nö, wahrscheinlich wieder mal nicht. Aber ich reite ja gerne im Gestrüpp herum. Immer doch. Immer, immer, immer doch. So. Und ich meine, wir kommen jetzt auch zum Stallmeister. Und dann geht es nämlich erstmal nach Bree. Und dann zu Thorins Halle. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Indem du die Schnauze hältst. Ach, tut mir leid. War ich jetzt gemein? Erstmal zur feste Grund natürlich. Och, wie ich es hasse. Wie ich es hasse. Mensch, ist das nervig. So, einmal wieder in den einsamen Landen. In nein, eh, nicht bei der Festgeruht. Auch wenn es meine Karte noch nicht erkennt. So, hallo Uni. Was wollt ihr? Ich möchte nach Bree-Uni. So. Hier sind auch noch böse rote Punkte. Ja, verschwinde endlich, blödes Pferd. Wow, wir sind ja richtig schnell in Bree. Außer der Ladebildschirm bleibt jetzt eine ganze Weile so. Das hat fast schon was wie die Anzeigetafel in der KVB. Es mag sonst so vollgeladen sein oder da mag noch so viel sofort Ich grüße oder euch. 2 Minuten da stehen. Also sofort, das kann sofort sein. Es kann aber auch 5 bis 10 Minuten dauern oder eine halbe Stunde. Sofort kann aber auch bedeuten, dass der Bus gar nicht erst kommt. Dass man vergebens wartet. Das ist die Kölner Zeitrechnung. Es ist wunderbar. Ich liebe es. Und das hat schon fast was davon. Sowas jetzt. Das ist die Herr der Ringe Zeitrechnung. Die Turbine Zeitrechnung. Ist das herrlich, ey. Mein PC findet gerade. Och nein! Sorry, Leute. Aber guckt mal, ist das putzig. Nee. Was kann ich für euch tun? Ich glaube echt, dass das Festpferd ist. Weil das sieht man die ganze Zeit im Moment. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Oder auch nicht. Ja, das ist das Fest. Das sieht aus wie so ein Frühlingsblatt. Was kann Frühlingsfest. ich für euch tun? Sieht aus wie diese. Sieht man das hier? Wie diese komischen Frühlingsblätter. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das Jubiläumspferd, das Jubi Wie warum kann sage ich ich die euch ganze zu Zeit Diensten sein? Jubiläumspferd? Das Festpferd ist. Ja, wahrscheinlich, was, weil Festpferd kacke klingt. Ja, auf. Ach, da war übrigens gerade das Jubiläumspferd.
Das pottenhässliche Jubiläumspferd. Aber wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg zur Torenzalle. Und dann geht's nach Edelion. Dann schauen wir mal, was unsere Klerasil zu sagen hat zu unserem Wein. Bei dem Wein, den wir mit, oder beziehungsweise den Breanna dann von der Biergenossenschaft zu ihr gebracht haben, das fand Klerasilchen gar nicht lustig. Ich glaube, an einer Aufgabe bringst du auch Spülwasser anstatt Wein oder so nach Augea. Es ist sehr herrlich. Und du bekommst dann auch irgendwelche lustigen Titel wie Tu nicht gut oder so. So, du wandelst auf dunklen Faden. Ganz böse. Komm, mein Pferd der Morgenröte. Und wir haben wieder ein unsichtbares Pferd. Ist das nicht cool? Das können nur wir, weil wir sind besonders. Ich will nur ganz kurz gucken, was das für eine Aufgabe ist. Nichts Wichtiges. Nein, bist du nicht! Ich habe keine Lust, mit dir zu reden, blöder Zwerg. Was ist das denn für ein... War hier nicht mal eine Zeit lang... Anfangs ist hier, glaube ich, Skorgrim. Also hier ist irgendwas anderes drauf. Die sehen nämlich so anders aus. Was denn hier oben? Was ist denn das? Wartet mal. Was ist denn das Lustiges? Da muss ich mir jetzt angucken. Ach ja, das war Skorgrims Grab. Also das weiß ich noch, aber... Aber wir müssen da oben hoch. So. Was bist denn du? Eine Höhlenklaue. Bist du hässlich? Bist du hässlich? Sag mal, warte mal. Mussten wir nicht hier hoch? Ja. Genau. Was ist denn das da hinten? Ein Winterfuchs. Ne, wie süß. Level 1. Och, nö. Wie putschelig. So, und die Gesellschaft ist ausgereist. Ich glaube, die steht tatsächlich nur im Elbenprolog dann hier. Das steht ja auch anfangs beim normalen, beim Menschen etc. hier. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das ist einzig und allein dem Elbenprolog vorbehalten. Was denn hier? Ach, hier kann man... Ja, hätte ich... Warte mal. Da muss ich jetzt mal kurz gucken. Hätte ich den blöden Berg nie runterlaufen springen müssen? Tatsächlich, ich bin immer außen rumgelaufen. Ich wusste nicht, dass man hier runterkommt. Ja, was man nicht als kennenlernt, wenn man Let's Playt. Ich bin immer außen rum den Berg runter und hochgelatscht. Ich glaub's ja nicht. Egal, wir machen uns jetzt auf den Weg nach Edelion, denn wir haben nur noch 34 Minuten. So lange sollten wir jetzt nicht zu ihr da die Brücke hoch brauchen, aber ja, die Treppe meine ich natürlich. Eine Brücke ist es ja nicht mehr. Hallo, Klerasilchen. Oh, ich muss gerade mal genießen. Also ich weiß nicht, wie viel ihr von der Musik hört. Aber das ist gerade sehr geil. Ups. Sorry, okay. Ich musste das gerade mal genießen. Was kann ich für euch tun? Ah, ihr habt den Wein mitgebracht. Was für eine wundervolle Farbe. Wirklich ein großartiger Wein. Vielleicht gibt es im Westen noch bessere Weine. Manchmal habe ich da aber so meine Zweifel. Es stimmt schon. Im Westen können die Reben in Böden wachsen, die im Gegensatz zur Mittelerde nicht unter langen Jahren der Verderbtheit gelitten haben. Aber die hier hergestellten Weine müssen eben genau diesen Geschmack von Verderbtheit überwinden. Und deshalb sind Weine wie der Weiße Dorvinion meiner Meinung nach so etwas Besonderes.